Willkommen zu unserer F1 2022 Audi-Karriere. Wir sind hier in Run 2 in Jeddah in Saudi-Arabien. Eine tolle Rennstrecke mit, ja, unfassbar vielen Kurven. 26 und auch, ja, dem Titel längster Stadt-Grand Prix und auch schnellster Stadt-Grand Prix aller Zeiten. 27 Kurven, 6,1 Kilometer und 3 DRS-Zonen machen hier eine sehr flache Strecke, aber vor allem 27 Kurven, sorry, natürlich, machen hier eine sehr coole und interessante Atmosphäre, weil natürlich auch die Angst hier ist, jede Mauer könnte deine letzte sein. Los geht's in unsere Qualifying-Runde hier. Unser Erwartungen, meine Erwartungen waren jetzt nicht so groß, das Training war eher semi. Gut durchgekommen, hier clean raus beschleunigt. Erster Platz nach der ersten Kurve. Das wird spannend. Zack, hier schneiden, rauskommen. Gut, clean, schön durchgekommen. Full Speed durchdrücken. Sechster Gang, siebter Gang. Und runtergehen vom Gas. Das war eher, aber es war, ich bin vom Gas gegangen, deswegen gab es auch keine Verwarnung. Hier auch sehr sauber durchgekommen. Das war wirklich der beste Versuch von mir bis jetzt. Purple im ersten Sektor. Das kann auf jeden Fall was werden, Leute. Es kann was werden. Wir sind hier wirklich im zweiten Rennen auf einer guten Runde. Auf einer unheimlich guten Runde. Dann geht es zu meiner Hasskurve. Zing, tick, zack. Das ist scheiße hier. Aber wir sind sauber durchgekommen, nah an die Mauer gefahren, aber haben die Mauer nicht berührt. Das ist auch sehr wichtig. Und dann geht es hier durchs Geschlängel. Links, rechts und... und das Gebäude durch die Kurve, die dieses Jahr entschärft wurde. Paris ist jetzt durch. Hier hatte ich einen leichten Fehler drin. Sechster Platz. Ich muss in der letzten Kurve rausreißen, weil auf der Geraden wird es vermutlich nicht passieren, dass wir es hier schaffen können. Aber hier raus beschleunigen. Ja, eher semi. Beim Rausbeschleunigen viel Schwung mitgenommen. Aber ich denke mal nicht, dass wir da jetzt noch viel Platz gut machen. Es ist leider nur... der siebte Platz, trotz Lila im ersten Sektor, aber ich habe es den dritten ein bisschen weggeworfen. Das muss ich bei der Selbstreflexion natürlich leider zugeben. Ich habe... Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole und daneben steht Charles Leclerc. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Perez, Sainz, George Russell und Hamilton, der Professor, Fernando Alonso, Norris und Valtteri Bottas, Joe, Ocon, Daniel Ricciardo und Mick Schumacher, Magnussen, Oscar Piastri, Pierre Gasly und Yuki Tsunoda, Vettel, Stroll, Latifi und Alex Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Sodala, los geht's. Wir sind hier in der Startaufstellung und lights out and away we go. Spaß natürlich, Leute. Der große Preis beginnt. Mein Start war richtig, richtig gut. Wir sind jetzt schön weggekommen hier gegen die Mercedes. Sehr, was macht die? Ja, ich habe ein bisschen sehr frei eingelenkt. Aber auch natürlich innen. Der zweite Mercedes kann sich nicht in Luft auflösen. Aber es war natürlich auch bei mir die Mauer eng. Und da küsst Carlos Sainz Jr. die Mauer. Und fällt da weit hinter Perez zurück. Ich will natürlich auch jetzt hier nicht zu viel Risiko eingehen. Sonst kostet das direkt Plätze. Sodala. Auch hier ist schön durch den ersten Sektor durchgekommen. 15. Vorsprung zu Fernando Alonso, zu Lewis Hamilton. Und nur eine zu Carlos Sainz. Vielleicht außen hier. Der ist angeschlagen, das merke ich. Aber so funktioniert das nicht. Der Ferrari ist natürlich ein Ticken schneller wie wir. Jetzt im Windschatten. Eventuell hier irgendwie mit Harakiri reinstechen. Nein, das ist leider nicht mein... jetzt habe ich mich leicht vertan. Das ist hier nicht meine... Das ist nicht meine Art. Aber jetzt haben wir leider Boden verloren an Sainz und auch den wichtigen Windschatten für uns, weil ich hier echt auf der Geraden verhungere. Das merke ich auch. Ich verhungere hier auf den Geraden. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Ich muss Motor-Upgrades machen und wir müssen da unbedingt nach vorne. Jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus. Wir konnten uns echt absetzen.
Aber jetzt wird dann auf Start und Ziel das ERS fehlen. Sainz, was los? Warum so langsam aus der Kurve raus? Aber er beschleunigt wie eine Rakete. Das ist wirklich, ich gehe links, wir wissen ja links, rechts. Aber wenn ich dann zum, ja, hier bleiben wir auch mittig, das ist gut. Und da steckt Sainz zurück, er weiß genau, wir sind da eher keine Konkurrenz für ihn. Der überholt uns dann einfach mit einem Overcut. Spaß, aber wir sind echt, falls ihr das erste Rennen schon gesehen habt, schaut gerne oben rechts vorbei. Wir sind da unfassbar gut gefahren und jetzt haben wir hier Checo Perez vor uns, aber davor sehen wir schon, ist eher ein größeres Loch. Ich bin auch sehr beeindruckt, wie unsere Pace auf dieser Strecke, was für eine Pace wir da haben. Das ist incredible, wirklich incredible. Ich dachte echt nicht, dass wir hier so gut damit vorne mitfahren können. Es wird natürlich auch andere Strecken geben, wo wir dann in Zukunft nicht so gut mitfahren können. Aber gerade spezifisch der erste und auch teilweise der letzte Sektor ist toll für uns. Wir können da richtig schön mithalten. Gucken wir uns das Ganze nochmal an, die Replay vom Start. Und ja, da war der Start an sich war nicht so gut, aber Turn 1 war dann besser. Wir konnten hier reinstechen. Gerade eben, ja, das war eigentlich gut. Ja, ich habe da viel zu früh zugemacht. Wusste aber leider auch nicht, dass Russell ganz außen war. Also ich habe nur den einen Mercedes gesehen und konnte dadurch natürlich jetzt nur erahnen, wer da war. Guckt euch das mal von meiner Perspektive aus an. Hättet ihr gewusst, dass da außen noch ein Fahrer ist? Ich meine, das war ja eher unglücklich. Hamilton wollte nicht drüber denken, weil er eben seinen Teamkollegen hier nicht berühren wollte. Und wir sind im DRS-Fenster und DRS ist natürlich auch enabled. Schnellste Rennrunde konnten wir uns hier holen. Es ist unfassbar, aber die wird natürlich noch gebrochen. Aber trotzdem unfassbar gut hier. Ja, genau, es wird knapp. Alter, was macht denn Checo Perez hier? Der kommt so unsmooth aus der Kurve raus und dann, ja, muss man ihn eigentlich fast überholen. Also Perez, das war eher semi von dir. Und wir kommen auch gleich weg. Oh mein Gott, da hatte ich jetzt einen leichten Pendler. Da muss man echt ordentlich aufpassen. Die Strecke macht das leider nicht allzu gut. Sondern. Aber jetzt hier, Verstappen und Leclerc fighten. Das ist unsere Chance. Wir kommen hier ins DRS-Fenster. Und vor allem, wenn die da sich gegenseitig irgendwie wegflexen da, da können wir echt Profit draus schlagen. Da geht Verstappen sehr, sehr hart ins Gericht mit Leclerc. Aber jetzt hier uns gut positionieren, dann können wir gleich den ersten holen. Aber die fahren da wie eine Wand, die fahren nebeneinander. Ja, da kann ich auch nicht aus, wo soll ich hin, Verstappen? Ich kann ja auch nicht riechen, dass du da wieder zurück auf die Geraden fährst. Und dann hier zack, zack. Ja, da gehen wir nochmal vom Gas runter, um mehr Schwung aus der Kurve mitnehmen zu können. Ja, dann nehme ich jetzt mal die Verwarnung in Kauf. Und ja, es wird nicht reichen. Er sieht mal, wie der Verstappen hier wegzieht. Es ist wirklich ein Wahnsinn, wie schnell die sind, auch im Game. Aber ich finde, die Ferrari sind ein bisschen zu stark im Game, wie eben die Red Bulls. Also, sorry an alle Red Bull-Fans, aber an alle Ferrari-Fans. Aber die waren einfach letztes Jahr nicht so schnell. Gerade wenn man es auf die komplette Season sich anguckt, war Red Bull einfach das schnellere Auto. So, aber jetzt sind wir hier zurück und das kann auf jeden Fall was werden. Alles in dem DRS-Fenster ausschalten. Und der verbremst sich hier. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Mann, Leclerc, was machst du denn? Was machst du denn? Und hier machen wir einen Move like Vettel last, ja, China's Grand Prix. Wir haben hier Charles Leclerc, den Führenden, während wir in die Box gefahren sind, überholt. Ach du Kacke. Was für ein Überholmanöver. Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Sei gut zu diesem Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Und hier gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ja, Charles Leclerc, der hier echt, sich sehr hardcore verbremst hat. Liegt vielleicht auch daran, ich wollte zuerst links vorbei, dann rechts. Und das hier so knapp.
aber es ist sich ausgegangen. Das war ein phänomenales Überholmanöver. Und wir gucken hier natürlich auch mal auf Leclerc, ob wir den da irgendwie behindert haben. Nein, er ist sogar rübergefahren, dass wir da schöner vorbeikommen und keine Verwarnung oder Strafe bekommen. Also das war echt eine tolle Arbeit von dir. Oscar Piastri pickt auch in die Box ab. Wir führen hier den großen Preis an, haben einen Vorsprung von 1, irgendwas Sekunden. 1,6 Sekunden, 8 Sekunden, 9 Sekunden. Und können hier wirklich gewinnen, Leute. Es ist incredible, dass wir aus Leclercs Fehler hier so Profit schlagen konnten. Ja, das ist einen leichten Flügelschaden, aber ich glaube, der wird nicht stark auffallen. Dennoch, oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Was für ein geiles Rennen bis jetzt. Was für ein unfassbar spannender Fight hier. Aber ich denke mal, das ist noch nicht gegessen. Verstappen wird nochmal kommen. Und das meine ich ganz ernst. Hier die Replay nochmal an Paris. Und das ist so ein Zusammenschnitt, wo wir jetzt schon überall vorbeigekommen sind. Hier an Verstappen vorbei, dann in Runde 4, wie wir uns danach vorgekämpft haben. Da sehen wir sie schon leicht und das war hier ein unfassbarer Grand Prix. Die letzte Runde mit Onboard, weil jetzt wird spannend. Verstappen hat es geschafft, bis auf 2 Zehntel hier dran zu fahren. Verstappen wird hier auf jeden Fall angreifen. Hier hätte ich vielleicht so ein bisschen die Taktik machen können wie 2021. Abbremsen und dann DRS bekommen. Aber ja, da habe ich nicht dran gedacht. Ich muss aufs ERS gucken. Jetzt drehen wir auf. Ich will nicht, dass er vorbeikommt. Aber er kommt aktuell mal vorbei. Wir können natürlich hoffen oder mit einem Break. Nein, Brexit mache ich hier keinen in der ersten Kurve. Aber es wird so knapp. Es wird echt... Oh mein Gott, ja, ja. Und ich komme hier mit dem Pendler raus. Ich war einfach zu horny hier aus der ersten Kurve raus. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Aber ich denke mal, wir werden... ja, wir werden nochmal hoffentlich zurückschlagen können. Erster Sektor bin ich ein bisschen... Die Reifen sind schon durch. Verstappen, wir waren eigentlich alle in der gleichen Runde in der Box. In der Box, ja, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich muss hier drankommen an Verstappen. Es muss jetzt eigentlich irgendwas passieren. Aber ich denke mal, das ist gegessen. Wenn da kein Fehler von Verstappen kommt oder eher irgendwie keine Zauberer, wenn ich kein Zauberer werde, wird das verdammt knapp werden, um hier nur annähernd... ja, vorbeizukommen. Wir haben schon 19 Rückstand, also Verstappen zieht hier das Tempo an. Eine Sekunde, ich bin aus dem DS-Fenster rausgeflogen und das alles innerhalb eines Sektors. Also da ist die Pace, der ist am Ende vom Rennen genauso schnell wie zu Beginn und das ist echt, ja, das wird noch eine harte Arbeit werden, da dran zu kommen. Aber ich möchte natürlich alles versuchen, dass wir hier dran kommen, dass wir ihn vielleicht auch oder alle vielleicht mal schlagen können. Heute waren wir nah dran, aber auch Leclerc ist jetzt nur noch 2 Sekunden hinten. Das ist, wir können von Glück reden, dass es der zweite Platz geworden ist. Anfangs sah es echt gut aus, auch mit den 2 Sekunden Vorsprung, aber das war leider nur eine Momentaufnahme. Wir werden hier Zweiter bei einem echt komischen, aber sehr spannenden Grand Prix von Aserbaidschan. Ah, Aserbaidschan. Von natürlich Saudi-Arabien. Tolles Rennen. Echt verdammt gut. Nur leider hätte ich mir echt den Sieg gewünscht. Aber unsere Zeit wird noch kommen, das sage ich auf jeden Fall. Ich denke mal, wir werden irgendwann mit Audi siegen können. Hoffentlich. Hier sind wir im Park, Familie. Ja, Verstappen. Passt. Dieses zum Beispiel. Was will ins Haus und kümmert einen Look. Tschüss. Ja, Verstappen ist unfassbar schnell gefahren und hat vermutlich auch den Sieg verdient, auch wenn ich ihn verdient hätte, aber Verstappen war da wirklich nochmal um einige schneller wie wir. Tolle Leistung von ihm und verdient hier auf jeden Fall auf dem Podium, aber auch verdient hat er das Ganze gewonnen. Sehr, sehr toll, aber es zeigt, wir können, wenn alles gut läuft für uns, auch aufs Podium fahren. Und vielleicht sogar irgendwann um den Sieg fahren. Mal gespannt auf jeden Fall. Ich freue mich extrem und bin gespannt aufs nächste Rennen. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, wie wir hier gefahren sind. Wir gucken uns natürlich nochmal den Endstand an. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Wir schauen jetzt mal, was jetzt noch abgeht. So, schön, Dankeschön. Und wo ist unser Teamkollege gelandet? Nicht mal in den Top 14. Hab mit nichts anderem gerechnet. Wir waren nur 1,2 Sekunden weg und die schnellste Rennrunde
war aber immerhin eine halbe Sekunde schneller. Die habe ich aber auch gefahren in den Zeiten, wo ich dreimal DS bekommen habe. Also, das, ja, würde ich mal sagen, war jetzt nicht so semi. Danke fürs Zugucken. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, ihr seid morgen oder übermorgen dabei, wenn es weitergeht in Australien. Bis dahin, danke fürs Zugucken. Abonniert den Channel gerne. Lasst gerne ein Däumchen rum da und bis zum nächsten Mal. Schaut euch gerne auf Instagram/Tobi auf TikTok vor. Bis zum nächsten Mal und ciao.